Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns einen Gleichstrom-Elektromotor an. Was ist das Besondere beim Gleichstrommotor? Naja, der Gleichstrom, das bedeutet, dass ich die Polung ändern muss, damit sich in der Mitte, das was da rotiert, nennt sich Rotor, der Rotor entsprechend immer weiter drehen kann. Und ja, weiterdrehen heißt, Nord und Nord stößt sich ab, Süd und Süd stößt sich ab, beziehungsweise Nord und Süd zieht sich an. Daher muss ich die Orientierung ändern. Und jetzt sieht man sehr schön, Nord und Süd zieht sich an. Jetzt muss ich abschalten. Jetzt umgepolt, sodass ich Abstoßung habe und sich das Ganze wieder 180 Grad dreht. Jetzt muss ich wieder abschalten und wieder umgekehrt einschalten. Und so weiter und so fort. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal in echt an. Dieses schöne Teil ist ein Elektromagnet. Schließen wir das mal so rum an. So, und jetzt muss ich natürlich irgendwie nachweisen, dass hier auch so magnetisch was ist. Okay, die rote Nadel zeigt Richtung Elektromagnet. Gut, dann drehen wir ihn mal. Mal gucken, was passiert. Ups, da geblieben. Gut. Und jetzt einschalten und das weiße Ende der Nadel zeigt Richtung Elektromagnet. In diesem Experiment schauen wir uns einen Elektromotor an, und zwar diesen Kumpan hier. Dazu habe ich hier noch einen Schalter und hier zwei Batterien in eine Reihe geschaltet, so dass ich insgesamt 3 Volt zur Verfügung habe. Das schwarze ist Minus, das rote ist Plus. Und wenn man sich jetzt den Motor ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, wenn ich den nochmal hochnehme, hier, wenn ich das langsam drehe, sieht man hier ist dieses Blech, aber beim Daumen entsprechend unterbrochen. Es hat da so eine Lücke und das ist der sogenannte Polwender. Hier sind ja zwei Kontakte, rot und schwarz, und der sorgt dafür, dass hier sozusagen umgepolt wird. Wozu ist das nötig, wenn ich den hier hinstelle? Die Magnete sind beschriftet. Ich nehme hier mal den Schraubenzieher, um zu deuten. Hier ist Norden, hier ist Süden. Und jetzt wäre es gut, wenn das Ganze so gepolt ist, dass hier praktisch auch Süden ist und hier Norden ist. Wenn nämlich der Magnet Süden ist und dieses Ende Süden ist, stoßen die sich ab. Das heißt, der geht jetzt hier rum und jetzt wäre der Moment, wo er umpolen muss, damit jetzt in diesem Moment, hier war ja praktisch Norden und hier ist Süden, das hat sich angezogen, das war bis jetzt gut, aber wenn er sich weiter drehen soll, muss jetzt umgepolt werden, so dass hier Süden ist, dass hier wieder Süden und Süden gegenüberstehen und dadurch sich das Teil wieder eine Runde drehen kann. Und das ist im Prinzip die Aufgabe des Polwenders. Und anhand dieses Polwenders erkennt man einen Gleichstrommotor. Bei einem Wechselstrommotor fehlt dieser Polwender. Beziehungsweise beim Generator ist es genauso. So, und jetzt gucken wir nochmal uns die Spule ein bisschen genauer an. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Genau, so.
Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier dieses feine Drähtchen, was hier an dem einen Blech festgemacht ist, was zurzeit mit Schwarz, also Minus, verbunden ist. Und das feine Drähtchen geht hier und so rum ist die Spule gewickelt. Und jetzt kann man gerade mal überprüfen, wie rum denn das Magnetfeld sein müsste. Also, ich hatte ja gesagt, so rum, das ist praktisch gegen den Uhrzeigersinn. Und der Strom fließt von Minus nach Plus. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen auf der linken Seite hier mir den Draht angucke, der hier praktisch hier runter geht, bevor er dann hier unten rum und dann in die Wicklung geht, dann nehme ich den Daumen, der zeigt in Richtung der Elektroden und die Finger, die zeigen in Richtung des Magnetfeldes. Das heißt, der Draht, der hier nach unten geht, ich mache es mal hier mit dem Stift deutlich, das ist jetzt der Draht, der nach unten geht. Und ich hatte mit der linken Hand den praktisch so umschlossen, ja, dass hier praktisch so rum das Magnetfeld geht. Ich mal das mal auf. So, hier sind die Kreise. So ist das Magnetfeld praktisch orientiert. Das hat mir die linke Hand gezeigt von meinem Draht. So, und jetzt geht der Draht ja unten rum und dann auf dieser Seite hier wieder nach oben. Das heißt, diesmal muss ich meine Hand so rumhalten. Das heißt, mein Magnetfeld ist so rum orientiert. Das heißt, dass der Pfeil zeigt ja immer an, wie sich eine Magnetnadel orientieren würde. Und der Pfeil deutet immer den Nordpol der Magnetnadel an und deutet damit natürlich zum Südpol. Das heißt, ich habe jetzt gerade, so wie dieses Teil hier steht, einen Südpol. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt den Strom anschalte, dass hier Süden ist und hier Süden ist und dann müsste sich das Ding praktisch oder hier von dem Nordpol angezogen werden. Das heißt, es müsste sich praktisch so rum drehen. Das heißt, wenn man von oben guckt, ist es praktisch im Uhrzeigersinn. Und dann würde ich sagen, probieren wir es aus. Und tatsächlich, es dreht sich so rum, wie es sich drehen soll. Und damit ist ja, der Gleichstrom-Elektromotor enträtselt. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch mal einen anderen Gleichstrommotor zeigen. Bei diesem Motor, der ist zwar einfach zu verstehen,
aber er läuft nicht so ganz exakt rund. Das heißt, er ist ein bisschen, manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und in dieser Position zum Beispiel muss man ihn anschubsen, damit er anfängt zu laufen. Nur in dieser Position hier kann er von selber anfangen zu laufen. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Und was man da macht, ist, das habe ich hier schon vorbereitet. Hier ist ein Motor, der hat drei Wicklungen. Eben, der hatte nur zwei, hier haben wir drei. Und der kann in jeder Position starten und der läuft wesentlich runder. Und es gibt dann Motoren, die haben dann nicht nur drei, die haben dann vier oder fünf oder und so weiter. Und es gibt natürlich bei diesem Polwender hier hinten, hat man dann, das kann man wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlecht sehen, nicht nur drei, sondern nicht nur zwei, sondern insgesamt drei Anschlüsse, ist klar. So, im Prinzip funktioniert das wie bei dem anderen auch. Immer im richtigen Moment werden die Spulen entsprechend mit Strom versorgt und entsprechend umgepolt. So, dann. Man sieht schon, der läuft schon ganz anders im Vergleich zu den eben.